Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei meinem neuesten Video auch wieder mit dabei seid. Ich habe mich die letzten Tage ein bisschen mit Leseflauten auseinandergesetzt. Ich habe nämlich mit einer Freundin gesprochen, die irgendwie sagte, oh, warum hast du schon x Bücher jetzt diesen Monat gelesen? Irgendwie komme ich momentan so gar nicht dazu und irgendwie macht mir momentan absolut keinen Spaß. Und diese Phase kenne ich natürlich auch. Ich meine, Lesen ist unser Hobby und Hobbys variieren ja auch mal. Manche bleiben dauerhaft, aber manchmal kommt einfach ein Hobby, das mehr Zeit in Anspruch nimmt oder gerade für den Moment mehr Spaß macht. Und dann entstehen halt die Leseflauten. Aber ich habe da so ein paar Tricks, wie ich aus so einer Leseflaute auch wieder ganz schnell rauskomme. Natürlich bin ich jetzt kein Fachmann und kann dir jetzt auf Anhieb sagen, okay, du musst das und das machen, damit deine Leseflaute vorbei ist. Das, was ich euch heute erzählen möchte, das bezieht sich wirklich nur auf mich. Das sind Dinge, die bei mir funktionieren und das heißt leider noch nicht, dass sie auch bei euch funktionieren. Wie gesagt, Lesen ist nur ein Hobby. Ein Hobby soll einen nicht quälen, einen nicht nerven, sondern es soll einfach ein Hobby sein, womit man gerne seine Freizeit verbindet. Und man muss sich nicht sagen, ich habe jetzt x Tage nichts gelesen, deshalb muss ich heute Abend, wenn ich mich ins Bett lege oder auf die Couch lege, noch lesen. Und genau da kommen wir auch schon zu unserem ersten Punkt. Lasst euch nicht unter Druck setzen. Lesen ist ein Hobby, auch wenn ich es jetzt schon dreimal gesagt habe. Und wenn ihr momentan eine Phase habt, in der ihr lieber mal einen Film schaut oder ihr gerade eine Serie angefangen habt, die euch in ihren Bann gezogen hat, dann ist das völlig okay, wenn ihr jetzt mal einfach ein paar Tage, Wochen, Monate einfach nur Serien und Filme schaut. Und wenn ihr dann lange genug Serie geschaut habt und dann kommt vielleicht das ein oder andere Buch und ihr sagt, okay, jetzt habe ich wirklich wieder Lust zu lesen. Und dann fängt man automatisch wieder an und nimmt sich ein Buch in die Hand. Als zweiten Tipp würde ich euch empfehlen, lest Bücher in eurem Genre. Es bringt euch nichts, wenn jetzt gerade zum Beispiel ein Buch auf den Markt gekommen ist, das nicht eurem Genre angehört, das aber bei Instagram und BookTube und Co. total hochgehypt wird. Wenn es ein Genre ist, das euch nicht liegt, das euch nicht gefällt, dann müsst ihr nicht dieses Buch lesen. Denn wenn ihr nämlich ein Buch lest, das absolut nicht in euer Beuteschema passt, dann quält ihr euch nur durch das Buch. Und dann schiebt ihr es immer weiter weg und immer weiter weg. Und dann lest ihr irgendwann gar nicht mehr, weil ihr denkt, ach, ich habe jetzt keine Lust, das Buch zu lesen, aber ich möchte jetzt auch kein neues anfangen. Ich lese erstmal dieses Buch zu Ende. Und dann kommt man so in einen Teufelskreis, wo man denkt, gut, dann schaue ich mal hier einen Film und hier mal eine Serie und mache tausend Dinge, um nur dieses eine Buch nicht weiterlesen zu müssen. Und das bezieht sich eigentlich auch schon auf meinen dritten Punkt. Ich zum Beispiel kann absolut nichts mit Thrillern anfangen. Also bei mir besteht die Möglichkeit, dass ich zu einem Dan Brown oder zu einem Sebastian Fitzek greife, eher weniger. Das heißt nicht, dass mich diese Autoren nicht auch mit einem Werk begeistern können. Ich meine, andere haben mir auch schon gesagt, ich weiß, du magst das nicht, aber das und das Buch ist wirklich gut und dann hat es mir auch wirklich oftmals gefallen. Aber wenn du in einer Leseflaute drin steckst, dann ist es komplett kontraproduktiv, ein Buch zu lesen von dem Genre, wo du weißt, dass es dir vermutlich nicht gefallen wird. Und dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten Punkt, der eigentlich auch ein bisschen damit zu tun hat. Und zwar lest Bücher von Autoren, die ihr gerne mögt. Das hat mir zum Beispiel vor einem Jahr oder sowas hatte ich eine Leseflaute, hatte mir das sehr gut geholfen. Ich mag ja Bücher von Cassandra Clare, von Jennifer L. Armstrong, von Kerstin Gier und genau diese hat mich damals aus meiner Leseflaute wieder rausgeholt. Ich habe damals nämlich mit Silber nochmal angefangen und habe dann alle drei Bände nacheinander weggesuchtet und irgendwie war ich dann wieder komplett im Flow und habe dann wieder mehr gelesen. Also sucht euch einfach einen Autor, von dem ihr wisst, dass ihr viele gute Bücher von ihm zu Hause habt, dann ist die Leseflaute ganz schnell wieder vorbei. Zumindest in meinem Fall. Und das ist auch schon wieder so ein Übergang zum nächsten Punkt. Lest
Bücher oder rereadet Bücher, die euch sehr gut gefallen haben. Wenn ihr meine Lesemonate, die letzten 3, glaube ich, gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich die City of Bones-Reihe bzw. die Chroniken der Unterwelt-Reihe ja aktuell gereadet habe. Das habe ich nicht gemacht, weil ich in einer Leseflaute war, sondern weil ich einfach nochmal richtig Lust hatte, die Reihe zu lesen. Das war bestimmt jetzt schon 3 bis 4 Jahre her, dass ich die mal komplett gesuchtet habe. Und es war einfach mal wieder an der Zeit, Clary und Chase einen Besuch abzustatten. Also sucht euch einfach eine Reihe oder auch nur ein einzelnes Buch, von dem ihr wisst, dass es euch sehr gut gefallen hat. Fangt einfach nochmal an, das zu lesen, und dann kommt die Motivation vielleicht auch schon von ganz alleine, zum nächsten Buch zu greifen. Kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Manchmal liegt so eine Leseflaute ja nicht daran, dass man kein gutes Buch zu Hause hat oder dass man keinen Spaß am Lesen hat, sondern einfach, dass man den Kopf nicht frei hat. Da ist Stress auf der Arbeit oder Zoff im Freundeskreis oder man hat sich mit seinem Freund ewig gekappelt oder irgendwas, was einen so unterbewusst beschäftigt und einfach der Kopf zu ist und er sich auch nicht öffnet, um in eine andere Geschichte einzutauchen. Was mir persönlich da oft geholfen hat, ich habe mir Lana geschnappt, bin mit der an den See oder an den Wald gefahren, bin einfach eine Runde gelaufen und habe ein bisschen durchgeatmet und habe einfach versucht, den ganzen Stress, den ich habe, ein bisschen mir sozusagen von der Seele zu laufen. Und oftmals nach so einem Spaziergang ist der Kopf auch wirklich wieder frei. Und wenn ihr keine Lust habt, einfach so durch den Wald zu spazieren, dann kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Punkt, der mir ab und an geholfen hat. Und zwar sind das Hörbücher. Hörbücher sind eine super Alternative, wenn man jetzt keine Lust hat, sich irgendwo hinzusetzen und ein Buch in die Hand zu nehmen. Es ist einfach lockerer, es ist leichter, man kann nebenbei noch andere Dinge machen. Ich habe ganz oft, wenn ich so am Kochen bin oder wenn ich gerade meine Wäsche zusammenlege oder irgendwas im Haushalt mache, habe ich nebenbei ein Hörbuch laufen, wenn ich gerade eins daheim habe. Und wenn ihr kein Hörbuch zu Hause habt, dann schaut doch einfach mal, da gibt es gewisse Anbieter, es gibt Audible, es gibt Spotify, da gibt es ja auch diverse Hörbücher. Es gibt jetzt diese neue App BookBeat, da kann man sich dann auch anmelden, da zahlt man seinen x Euro im Monat und kann wirklich so viel hören, wie man möchte. Oder wenn ihr einfach kein Geld ausgeben wollt, dann geht einfach mal auf YouTube, da gibt es so viele Hörbücher. Als ich mit Hope Forever fertig war, habe ich auch mal geschaut, was es so noch für Hörbücher von Colleen Hoover vielleicht gibt und habe dann gesehen, dass es Hope Forever sogar als Hörbuch bei YouTube gab. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich mir das Buch gar nicht kaufen müssen. Aber kaufen ist ein gutes Stichwort. Manchmal hilft einfach nur bei so einer Leseflaute, dass ihr hingeht in eure Buchhandlung eures Herzens oder in den Supermarkt. Ich habe auch schon im Supermarkt bei Real Bücher gekauft. Und schaut einfach mal, was das Sortiment so hergibt. Manchmal findet man so beim Stöbern den ein oder anderen Schatz, der einem ins Auge springt und denkt sich, ja, ich habe zwar jetzt x Tage oder x Monate oder x Wochen nicht gelesen, aber auf dieses Buch hätte ich jetzt absolut Lust. Und dann macht man seinen Wocheneinkauf, nimmt das Buch mit und nachdem man dann daheim alles verräumt hat, kann man sich auch schon auf die Couch lümmeln und das Buch beginnen. Aber stöbern ist auch ein gutes Stichwort für meinen nächsten Tipp oder Hack oder wie ihr es auch immer nennen wollt. Stöbert bei Instagram, stöbert bei BookTube, bei YouTube. Mir hat es schon so oft geholfen, einfach interessante Profile oder Kanäle zu suchen, zu entdecken, mir Videos von BookTubern anzuschauen, egal ob Deutsch oder ob Englisch. So oft, wenn ich mir einen Lesemonat anschaue oder eine Rezension oder einfach nur ein Rebuy-Unpacking, da entdecke ich so oft Bücher, die dann automatisch schon auf meine Wunschliste wandern. Natürlich muss ich mir die nicht direkt kaufen, aber ich finde so Videos oder schön angerichtete Fotos, die machen irgendwie Lust drauf, das ganze Buch vielleicht selbst zu lesen oder eine ganze Reihe oder einen bestimmten Verlag sich auszusuchen und zu schauen, ob die irgendwelche interessanten Bücher auf ihrer Homepage haben, die einen gefallen könnten. Es gibt in meinem Bücherregal so viele Bücher, die ich nur wegen Insta oder wegen BookTube gekauft habe.
Einige davon habe ich natürlich bis heute noch nicht gelesen, aber in dem Moment, als ich das Video gesehen habe, hatte ich so dermaßen Lust auf das Buch. Und wenn jemand bei YouTube jetzt zum Beispiel, dessen Videos ich gerne gucke oder dessen Meinung ich sehr oft bin, die dann sagt, ja, das und das Buch ist toll und ich weiß, ja, das Buch hat mir auch gefallen. Und diese Person stellt dann ein Buch vor, von dem sie auch begeistert ist oder er auch begeistert ist, dann denke ich mir immer, ja, das Cover gefällt mir, die Geschichte vom Klappentext her gefällt mir, er oder sie sagt, es hat ihr gefallen oder ihm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Buch mir auch gefällt, auch relativ hoch. Und ich finde, auch wenn man nicht so viel Geld aus dem Fenster werfen sollte oder müsste oder könnte oder was auch immer, aber ich finde, es ist immer ein schöner Motivationsanstoß, nenne ich es jetzt mal, bei anderen YouTubern oder Instagrammern zu schauen, was gefällt denen, was mir auch gefallen könnte. Kommen wir jetzt zum vorletzten meiner Tipps und das wäre, mistet mal euer Bücherregal aus. Ich persönlich habe einen Sub, der ist immer zwischen 20 und 60 Büchern, sage ich jetzt einfach mal, so im Durchschnitt. Ich habe es auch schon unter die 20 geschafft, ich habe es aber auch schon über die 60 geschafft, also so ist es nicht. Auf jeden Fall hat es mir damals sehr geholfen, einfach mal meinen Sub rauszukramen oder allgemein in meinem Bücherregal zu schauen, welche Bücher hast du gelesen, haben dir nicht so gut gefallen, welche kannst du einfach mal aussortieren und Platz schaffen für neue Bücher. Manchmal hilft es einfach schon, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt 10 Bücher ausgemistet, die mir A, nicht gut gefallen haben oder die auf meinem Sub liegen, aber ich weiß, dass ich sie wahrscheinlich niemals lesen werde. Das war wahrscheinlich auch so ein Impulskauf oder man hat bei Rebuy ein Schnäppchen gemacht und hat gedacht, ja, kannst du dann irgendwann mal zwischendurch lesen, dann liegt es aber schon 2 Jahre auf deinem Sub und hast es immer noch nicht gelesen. Also manchmal ist das schon ganz gut, wenn man mal so seinen Sub ein bisschen ausmistet. Der Büchergeschmack, der kann sich ja auch im Laufe der Zeit ein bisschen ändern. Ich habe zum Beispiel früher, ich mag es gar nicht laut sagen, ich habe Pferdebücher geliebt. Ich weiß nicht warum. Ich habe so gerne Pferdebücher gelesen. Mittlerweile habe ich eine Heidenangst vor Pferden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie hasse, aber ich kann mit Pferden einfach nichts anfangen. Und ich weiß nicht, wie sich das, wann sich das geändert hat. Ich hatte auch früher kein Pferd und wollte auch nie eins haben, aber ich habe Pferdebücher geliebt. Ich weiß es nicht warum. Schande über mein Haupt. Ja. Ich war jung und brauchte das Geld. Nein, ich weiß nicht. Es ist einfach, der Geschmack ändert sich mit der Zeit und das ist auch gar nicht schlimm. Ich habe wirklich gar kein Problem damit, wenn ich jetzt sage, in 3 Jahren gefallen mir auf einmal Thriller. Und wenn es so wäre, dann wäre es halt so. Kann man nicht ändern. Es ist einfach ein Hobby, das, und jetzt kommen wir zu meinem letzten Punkt, ein Hobby, das Spaß machen soll. Was bringt dir ein Hobby, wenn du keine Freude daran hast? Ich gehe doch jetzt nicht hin und sag, oh, ich lese so gerne, nur weil ich jetzt einen Booktube-Channel habe oder nur weil jetzt Freunde von mir auch gerne lesen, soll ich deshalb auch gerne lesen müssen? Wie meine Mutter immer gesagt hat oder wie Eltern allgemein immer sagen, wenn der und der von der Brücke springt, springst du dann auch hinterher? Nein, eben nicht. Es ist euer Leben. Ihr habt nur eins. Es ist nicht unendlich. Also macht in eurem Leben, was euch Spaß macht. Und wenn ihr zu einem schlechten Buch greift, dann habt kein Problem damit, es auch einfach abzubrechen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ganz, ganz viel Probleme damit, ein schlechtes Buch abzubrechen. Aber eure Zeit und eure Lesezeit ist nicht unendlich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Try a Chapter macht und ihr merkt nach den ersten 50 Seiten, das Buch gefällt mir gar nicht, dann habt kein Problem damit, es einfach beiseite zu schieben und das nächste anzufangen. Dann wird's halt verkauft. Dann wird's halt verschenkt. Und jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ich muss jetzt mal so einen richtigen moralischen Spruch raushauen. Das Leben ist echt zu schade für schlechte Bücher. Und ich finde, das war jetzt ein schöner Abschlusssatz, um das ganze Thema quasi zu beenden. Ich hoffe, meine Tipps können dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, das ist alles meine Erfahrung. Wenn irgendwas davon bei euch nicht klappt und ihr wisst das, dann probiert es auch gar nicht erst aus. Macht euer Hobby
dazu, dass es euch Spaß macht. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch. Wenn ihr das Video seht, dann bin ich gerade in Saarbrücken in der Kongresshalle. Da findet nämlich die Deine Eigenart statt. Und ich bin mit meinem Shop, mit einem Stand diesmal auch wieder vertreten. Jetzt schon zum zweiten Mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Wer Lust hat, kann gerne ab 11 Uhr an der Kongresshalle vorbeikommen, falls ihr in der Nähe wohnt. Ansonsten macht euch einen schönen Tag und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Tschüss!